ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! Nice weather to play Blood Bowl. Ja, huhu, hier wieder beim Koani und bei Blood Bowl 2 mit dem Nerdball Chaos Squad. Wir spielen gegen Dunkel Elfen in Weiß. Und das macht mir Angst. Moment, stopp, nein, wir sind das Chaos-Team. Die haben vor uns Angst. Oder so ähnlich. Egal. Coin Toss. You know, there's a reason why so many Dark Elf teams have won championships. They're extremely capable players. Ja, ja, wir schalten erstmal die Optionen wieder um. Ihr kennt das. Nur für euch da draußen. So. Let's get this show on the pitch. Der Büffel ist im Team. Mischgeister-Team. Wir brauchen gegen die merkwürdigen Elfchen da hinten auf jeden Fall wieder jede Menge Tackle. Und Corriminus, du hast Kritik. Los. Manu oder Preak. Preak hat Kritik, also Manu. Manu von Team. Buckfish hat auch kein Tackle. Raus mit dir. Cartman hat inzwischen Tackle. Und hier vorne der kleine Stinker, Beru. Und unser Blood Scorpion. Hat auch kein Tackle, glaube ich. Schlimm genug. Und hier hin. Oh, unser Gegner hat mal direkt wieder hier schöne Sachen bekommen und nutzt sie nicht. Wie schön. KI in Blood Bowl. Mal langsam mal gucken, was der Gegner so kann. Hier haben wir auf jeden Fall jemanden mit mehr Bewegung. Das ist schon mal fies. Was haben wir hier? Was bist du? Mehr Geschicklichkeit, auch fies. Eine Hexe mit irgendwelchen Kram. Hier vor wieder zwei Assassinen auf dem Spielfeld. Mehr Bewegung. Ein Elf, der den Ball nicht aufheben kann. Wunderschön. Wunderschön. Ja, ist doch eine schöne erste Runde gewesen. So, hier, was haben wir hier? Hatten wir nicht irgendwo einen Chaoskrieger in der ersten Reihe mit Guard? Oder, ne, wir hatten den hier hinten, ne? Irgendein Chaoskrieger von uns hat Guard. Da, Eloridas, hallo. Ich geh mal nach vorne, Eloridas. Ja, da, ja. Der oder der? Der hat Guard, der hat mehr Bewegung und Ausweichen. Ich möchte den mit Guard wegkriegen. Und mit einem Wiederholungswurf das Ganze unterstreichen, dass ich das besonders gerne möchte. Und da stehen. Gelähmt. Gelähmt. Ist ja auch einer irgendwo Guard von, der nicht. Dead Guard. Mäh. 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 Hier kommt der Blitz. Folgen. Mr. Blood Scorpion, würden Sie bitte auf die Seite des Spielfelds gehen? Nochmal
Erstmal so. Total unnötig. Zip, zip. Und zip. Gib ihm! Gib ihm! Hau ihn, schlag ihn, gib ihm Tiernamen! Und? Bleibe! Na. So. Ich glaube, die können hier eigentlich stehen bleiben. Ah, Beru, versuchst du dich in einem Blockwürfel? Ja, mach schon. Aus da! Folgen! Uff. Alles klar. Zug beenden, würde ich sagen. Oh, ich bin ein bisschen müde. Die Dunkelelfen langweilen mich zu Tode. Da kommen die Elfen, Hexen und wollen die Seite wechseln. Sie haben einfach Angst hier vor Bloodscorpion. Das irgendwie durchschaut. So, kannst du diesmal den Ball aufheben? Kann er. Okay. Ein Blitz. Oh, ein Stärke 4 Elfe. Das ist doch mal fies gegen den Mischka. Tja. Ich verstehe nicht, warum so viele Elfenteams ringen über... Ich meine, gut, bei einer Hexe macht das vielleicht sogar Sinn, die hat, glaube ich, auch abrollen, aber... So, im ähnliches Blocken viel cooler als... Ja, okay, man haut den Gegner auf jeden Fall nieder, ne? Auch wenn der Blocken hat. Das ist natürlich ein Argument. Allerdings haut man ihn nicht wirklich... Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Es ist irgendwie strange. So, aufstehen. Hier ist eine Hexe mit Stärke 4. Die ist ganz schön fies. Naja. Erstmal hauen wir hier. Gewandtheit 5, ja. Das ist ja schon eine Frechheit. Raus mit... Ach, schade. Bloodscorpion. Blitz! Come on, Bloodscorpion, Blitz! Oh, come on! Sollen wir es wieder... Wir riskieren es. Wir haben noch Wiederholung und es klappt natürlich nicht. Sometimes cute animals like this forget the sport. Embrace their wild side. Naja. Immer hier nach vorne, unterstütze den Beru. Und. Wir bleiben. Ich möchte hier eigentlich nicht unbedingt momentan, zumindest nicht rein. Außer mit einem Chaoskrieger. So, der Cartman macht hier mal zu. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Bin ein bisschen enttäuscht vom Bloodscorpion. Und da steht der Dunkelelf und überlegt. Es sind noch viel zu viele Elfen auf dem Spielfeld. Das ist nicht gut. Stechen? Nee, Junge. Vergiss es. Dann läuft die Hexe wieder auf die andere Seite, kann sich auch nicht entscheiden. Noch ein Erstechen. Jawohl. Okay, gegen die Tiermenschen macht das eigentlich Sinn. Da kommt ein Blitz. Der Lesswag wird zum Boden geschleudert. Okay, der Weg zum Ballträger ist halbwegs offen.
gucken wir mal, ob wir das nutzen können. Erstmal haut der Bero den Typen hier. Komm, Bero. So viel Blocks hast du noch nie in einem Spiel hintereinander gemacht. Und? Nee. Nee. So, hier haben wir einen Block. Sehr schön. Dahin. Und wir bleiben hier stehen. K.O. ist perfekt. So, nix hier mit Assassinerei. So, jetzt möchte ich doch hier, Bloodscorpion, jetzt reiß dich mal am Riemen. Aha. Ah. Oh, scheiße, da war noch ein Elf. Dummheit vom Toach. Und unser Turnover. Mit Gewandtheit 1 kann man halt nicht ausweichen. Stimmt, da stand er noch. Hätte ich ja noch umboxen können. Das war auch eigentlich der Plan, nur bin ich wieder fast so blind wie der Bero in Wirklichkeit. Naja, jetzt ist die ganze Mitte frei und mal sehen, ob der Elfengegner das nutzt. Ich würde es nutzen. Er macht erstmal merkwürdige Ausweichenspielchen hier in der Mitte. Noch mehr Ausweichen in der Mitte. Um einen Einserblock gegen einen Chaoskrieger zu machen. Okay, ja, klappt. Oh, Computer. Ehrlich. Ehrlich, das ist verdient. Das ist verdient. Wenn ihr immer mal einen Facepalm machen wolltet in Blood Bowl, jetzt ist die Zeit dafür. Wer hat's verdient? Blood Scorpion, steh mal auf. Mag er nicht, alles klar, ja, ich würde auch nicht mehr aufstehen wollen, weil ich so schlecht gecoacht werde. Bleib ich lieber schön auf dem grünen Rasen liegen, ne? So. Komm, Assassine hier, gib ihm. Gelähmt! Und jetzt hat der gute Frank die Möglichkeit, neben den Ballträger zu laufen. Sehr schön. So, der zweite Chaoskrieger neben dem Ballträger. Ihr fangt mir hier mal die Hexe ein. Geblitzt habe ich ja leider schon, aber wir können es der Hexe so schwierig wie möglich machen, sich zu bewegen. So, diese Hexe mit ein bisschen Glück. Tackle! Folgern! Yes, weg mit der Stärke 4 Hexe! Und... verpasst das nächste Match! Und wer hat denn hier... Plastiklöffel hat den Casualty bekommen. Sehr nice, sehr nice. So, ist das schon? Das ist noch kein Go for it, also gehe ich nach hier. So, der Birbu, Master of One Blocks. Warum ist der eigentlich ein Minusblock? Weil hier irgendeiner Guard hat, ne? Wer hat hier Guard? Hallo? Du hast Guard. Jawohlungswurf. Und zack, den dritten. So, dann sind wir durch. Drei Leute gegen den Ball und den Bero auch dabei. Das ist ein gutes Zeichen. Aber er kann ganz... Was blockt der gerade? Der Ballträger blockt. Na gut. Bewegt er sich wenigstens nicht weiter.
geht's ganz schön zur Sache in der Mitte. Minusblock. Jo. Da hat er mal wieder Glück. Oh oh, Leslak Dark ist tot, Leute! Leslak Dark ist tot! Nein! Optika! Hilf ihm! Hilf ihm! Das muss fürchterlich gerecht werden. Ich kann doch nicht einfach Leslak Dark töten. Ohne Fragen. Und von wem wird Leslak getötet? Von einem Team, das zwei Frauen im Team hat. Obwohl bei Elfen weiß man das nie so genau. Von daher kann es auch mehrere Frauen geben. Ja, Blood Scorpion, weißt du? Ja, wenn die einen totschlagen, dann stehe ich nicht auf. Wir haben aber auch nicht so die Muße heute. Ja, unseren Guard-Chaos-Krieger haben die ganz schön rausgenommen. Das ist ein gutes Elfenspiel. Plastiklöffel lasse ich mal ein bisschen hier im Rückraum, falls einer durchbricht. Das könnte sogar passieren in den nächsten Runden. So, und den fangen wir ein bisschen ein hier. Beru kann da gut stehen bleiben oder könnte rüberlaufen, aber rüberlaufen macht nicht so viel Sinn gerade, glaube ich. Wir beenden den Zug. Assassine steht wieder auf. Jetzt kommt der Block. Unity is strength. Der arme Mischka. Vorsicht, er hat nur Rüstung 7 und ist deswegen auch gelebt. Ha! Sehr schön. Nur ein bisschen Glück gehabt gerade. So, die große Frage ist, wird Blood Scorpion diesmal auf dem Rasen aufstehen oder nicht? Na, steh auf. Oh, jetzt steht er auf. Er steht auf, Leute, er steht auf. Ja, einser Block, weil der hat... Hier, schlag den Ballträger zu drei. Und hinterher. Ball. Frank Rechte Nessack. So. Hier Manndecken kannst du nicht machen. Komm ruhig hinterher. Jo, und der Elf fängt den Ball einfach wieder auf. So. Hier. Blitz. Schlag ihn hin, wo noch nie ein Elf zuvor hingeschlagen hat. Das ist ja schon fast lächerlich hier. Und das Geprügel geht weiter. Ja, der Bero hat halt keinen Tackle. Das macht sich bemerkbar. Immer nach hier Plastiklöffel. Der wird gleich aufstehen und dann sich da, was ich nicht ohne
einen Test zu machen, bewegen, finde ich. So, mit einem Touchdown sieht das ziemlich fies aus. Ich glaube, das wird nichts in dieser Halbzeit, aber immerhin, die Elfen sind auch weit davon entfernt, einen Touchdown zu erzielen. Erst recht, wenn sie so würfen. Okay. Manchmal ist Raserei auch ein schlechter Skill. So, hier, Beru, hau ihn. Beru wird aus seinen alten Tagen noch voll der Blocker hier. So. Und zum Prügeln sind sie da. So, wen haben wir denn hier überhaupt stehen? Den Manu und den Koani. Haben wir irgendwo nicht hier? Da hinten ist der Mischke. Können wir eigentlich mal aufstehen. Ja. Come on, guys, together. Hm. Blood Scorpion, hau den Assassinen zu Brei. Mal hier hin mit den Karten. So, ich versuch's jetzt einfach hier. Ich mit dem Manu den Ball aufheben. Und er schafft es sogar. Und dann hier rauslaufen. Und dann hier vorne mit dem Frank die Elfen ein bisschen blocken. Und zupennen. Ein bisschen glücklich gerade, aber muss man auch haben. Erstechen gegen Minotaurus ist eigentlich auch immer ganz gute Idee. Da kommt der Blitz. Noch muss er einmal ausweichen. Schafft das und... Nur schieben. So, und die Chaos... Not Whole Chaos Squad ist wieder am Start. Wie machen wir es am geschicktesten? Erstmal blocken wir hier. Der hat auch Block. Genehmt! Eloridas, machen Sie den Weg frei. Reicht. Touchdown by Manu FS. Ich hätte nicht mehr dran geglaubt, Leute. Aber in den widrigsten Momenten schnappt sich Manu einfach den Ball und läuft durch. Halbzeit! Tauschen wir den Beru gegen Plastiklöffel. Manu nach vorne. Backfisch nach hinten. Plastiklöffel nach vorne. Ali nach vorne.
Blood Scorpion. Könnte sich eigentlich mal hier hin porten. So, sieht doch gut aus. Einstellung bestätigen. Oh, der Ball ganz nach rechts außen. Das gucke ich mal eben nach. Hat der gewandt? Hast du gewandt? Ist das gewandt? Nein, das ist abrollen. Alles klar. Sie, mein lieber Freund, werden gleich Bekanntschaft machen mit den Zuschauern, wenn es denn der Blood Scorpion will. Scheint zu sein. Gut, dass wir schweres Gerät haben. Und ab in die Fans. So, schirmen wir den jetzt ein bisschen ab, weil wir wissen ja, dass der Gegner gern mal hier reinläuft und einen Minusblock macht. Yes! Casualty! Ein Assassine weniger auf dem Spielfeld! Oh, das war Glück. Ganz durch hinterher. Following you like your own shadow. Might be rather scary. Ja, komm halt, mal. Folgen. Da ist auch der zweite Assassine vom Feld. So muss das doch sein. Jetzt kümmern wir uns um den Ball. Mischka, walte dein Samtes. Fein, fein. Braves Mischka. Tja, Cartman, hast du wohl das Nachsehen? Die Flanke sieht sehr weak aus, 4 gegen 2, aber auf der anderen Seite ist halt der Ball. Nee, egal. So, gutes Elfenspiel, alle sind weg von der Tackle-Zone. Und wir müssen erstmal unseren Zug darauf verwenden, die Leute hier wieder reinzubekommen. Ah, der Samu hat halt zu wenig Bewegung, das ist das große Problem. So, will ich mit dem Blood Scorpion blitzen? Ich will mit dem Blood Scorpion blitzen. Ach man, Blood Scorpion! Und schon wieder ein Wiederholungswurf versaut, nur wegen dir, ey. Gieß mir um den Sack gerade! Idiot. Mann, 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 Mann. Naja, aber so ist das mit Minotauren. Vielleicht habe ich ihn noch nicht richtig gefüttert.
Oder es gab zu viele Elfen in letzter Zeit. Und er denkt sich so, nee, nicht schon wieder, diese knochigen, dürren Viecher. Und wir haben ein bisschen Glück und es gibt direkt ein Turnover. Perfekt. So können wir diese Elfhütte stören. Oder auch nicht. Komm, platz die Löffel ein. Casualty hast du schon. Wie wär's mit einem zweiten? Nee. So. Die Chance für dich, Blood Scorpion dich zu rehabilitieren. Möge er diesen Elfen blocken. Gelähmt. Alle nur gelähmt. Ich will Casualties sehen. Oh, Samur so weit in der Hälfte des Gegners, das sieht man selten. Dino, das könnte eigentlich einen Touchdown gebrauchen, hä? Stell dir mal hier vor. Das ist ein bisschen gefährlich, aber mal schauen, ob der Elf auf die gute Idee kommt, ihn aus dem Spielfeld zu schicken. Während auf der anderen Seite der Manu und der Cartman sich um diese Elflein hier kümmern. Ah, komm, das ist mir kein Wiederholungswurf wert. Schieben ihn einfach ein bisschen weiter weg vom Ball und dann geht das schon. Jo, und er geht auch noch weiter auf die linke Seite, warum auch immer. Springt er wieder hoch. Yay! Oh. Immerhin, wir haben einen Wiederholungswurf gezogen. Oh nein! Cartman, was hast du gemacht? Du hast den Manu nicht beschützt. Und dafür wirst du zur Strafe jetzt umgeblitzt. Aber er hält jetzt hier alleine gegen drei Elfen, das ist doch gut. So, wer darf die Hexe hauen? Ich finde, der Samu könnte auch einen Touchdown machen, denn wenn der den Touchdown macht, dann hat er einen Upgrade. Und das ist relativ selten. Das heißt, ich versuche mit ihm mal durchzukommen. Erstmal hauen wir die Elfe nieder. Jo, weg mit dir. Bye, bye, Elfe, bye, bye. So. Samur, bitte Richtung Endzone. Geschützt von Corinius und von Koani. Hier haben wir noch einen Elfen, der möchte niedergehauen werden von Plastiklöffel. Aber sie schafft es nicht. Na gut, muss der Frank wieder herhalten. Aber auch er schafft es nicht. Ist halt auch ein bisschen squishy, dieser Mornil. Ich gebe das dazu. So. Hier hin. Und wir haben uns schön den Wiederholungswurf aufbewahrt für den Pass. Auf den Samu. Yay! Die Fans rasten total aus. Seltene Aktion jetzt. Backfisch blitzt. Oh, ist sogar von Erfolg gekrönt. So, hier Cartman. Aus da.
Elfenspiel von Cartman hat er gelernt in den letzten Spielen. Soll ja niemand sagen, Cartman würde nie irgendwas lernen. Das wäre voll gelogen. Okay, zwei Elfen am Rande des Spielfelds. Wir beginnen einmal hier mit den Eloridas. Gibt's eine Casualty für den Eloridas? Come on, es muss doch eine Casualty geben. Nein, gibt's nicht. Na gut. Blood Scorpion. Come on, big guy. Yes. Noch weniger Elfen auf dem Feld. Backfisch, hier. Noch ein Blitz. Hast du eben geübt? Reicht. Ah, der ist gewandt. Okay, das habe ich wieder nicht einberechnet. Okay, armes Backfisch. Geben wir wenigstens einen Triple-Negativen. Müsste das doch eigentlich sein, ne? Okay, von hier kommt der. Hier muss er an dem Blood Scorpion vorbei. Versuchen sie so gut es geht zu schützen. Den Touchdown noch nicht. Wohl der beste Schutz war gewesen, jetzt den Touchdown zu machen, ne? Okay. Ab in die Fans mit Backfisch. Aber nichts passiert, Gott sei Dank. Die Fans mögen Backfisch. Okay. Mal ein bisschen prügeln und dann machen wir einen Touchdown. Rache für Backfisch. So. Und dann ab in den Touchdown-Bereich für den Samu. Wir stellen uns mal aggressiv nach vorne hier, weil wir Elf hat so wenig Spieler hier eigentlich, den kann man gut unter Druck setzen zu einer Aufstellung eigentlich.
So, wir hatten zwei Spieler mal im Rückraum. Und dann geht's los. Das Spiel ist auf jeden Fall schon mal gewonnen. Also ich glaube nicht, dass die Elf noch zwei noch in ihren drei Spielzügen zwei Touchdowns schaffen. Das ist unmöglich. Zumindest nicht so wie der Computerspiel. Auch so ist es nicht möglich. Also freut euch schon mal über den Sieg des Nordpols Chaos Squad hier. Was? Ah, Samuel. Hast du die Klinge nicht kommen sehen, ha? Aha. Okay. Vielleicht schaffen wir ja noch einen Touchdown. Bei uns ist das im Bereich des Möglichen, auch wenn wir jetzt schon einen Spieler weniger haben auf dem Spielfeld. Aber ich will nicht zu viel, versprechen. Erstmal blockt der Bero den Assassin. Aber Bero hat immer noch keinen Tackle. Ja, ja, ich hätte es ihm geben können. Aber bla, bla, bla. Weg da! Ich will hier durch! Alle zum Ballträger! If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. Komm, Cartman, go for it! Na, let's go, hast du Lust, ohne zu blocken irgendwo hinzulaufen? Nein, hab ich nicht. Sometimes cute animals like this forget the sport. Go for it. Go for it. Hm. Okay. Zeroes zu benden. Also gut sieht's nicht aus, aber okay. Oh. Der Cartman stört da, ist sicher ein. Oh, da werden die... Wird ein langer Pass vorbereitet. Aber dafür muss der Ballträger da erstmal in Sicherheit gebracht werden. Der steht gegen zwei Tiermenschen. Ja, komm, das wäre jetzt auch zu viel gewesen. Erstmal einen Chaoskrieger erstechen und dann noch hier unseren Bero. Das geht ja gar nicht. Okay, zwei Spieler in unsere Zone. Das wird tatsächlich ein Laufspiel. Bin gespannt, was er jetzt mit dem Ballträger macht. Denn da stehen jetzt inzwischen schon vier Spieler um ihn rum, die ihn gleich blocken können. Okay, er geht raus. Macht Sinn. Komplett auf die andere Seite. Aber auch da ist er nicht in Sicherheit, denn hier drüben steht der Koali und der blockt ihn jetzt. So, bei unserem Glück kriegt der jetzt den Ball. Nö. Nö, nö, nö. So. Der Mischka kommt sogar an den Ball dran. Perfekt. Oh, fuck. Wiederholungswurf, komm. Frank, nimm den Ball auf. Jawoll.
Okay, macht der Funkhaus halt. Nein. Da wollte ich dich nicht hin haben, ich wollte dich dahin haben. Und bis dahin. Du gehst hier hin. Das ist unser generell unser letzter Zug, hä? Okay, scheiße, hätte ich mal dran denken können, denn der hätte noch den Dungeon machen können. Egal, egal, egal. Geben wir dem Bero noch die Chance, hier einmal den Assassinen mit gewaltiger Wucht und übernatürlicher Härte in die K.O.-Box zu befördern. Ne. Ne, ne, ne. Und just for fun, Blood Scorpion. Oh, jetzt... Aha, aha, aha. Auf einmal will er noch. Mhm, mhm. Sehe ich ein? Ja, ja. Mhm. So, das war's. Wir können jetzt gemütlich zurücklehnen und schauen, was der Elf noch draus macht. Mein Quietschestuhl ist derselben Meinung. Manchmal verschwinden diese Würfel hinter der Anzeige, das ist auch irgendwie doof. Match Ende! Alles klar. Koriminus, Spieler des Spiels bei uns. Okay. Und beim nächsten Mal dann das große Finale gegen die Raging Brawlers. So sieht es zumindest aus. Schauen wir mal. Was ist denn das für ein komisches Team? Es ist ein Bretonenteam oder ein Mensch? Ein Menschenteam, ne? Das haben sich durchgemogelt. Raging Brawlers. Aber wir haben hier, glaube ich, ein Upgrade. Für den Koriminus. Stufe aufsteigen. Würfel werfen. Okay, er hat schon Blocken und er hat Knochenbrecher. Tackle! So, und Samu hat auch einen Aufstieg bekommen und würfelt. Eine 5, alles klar. Ein zweiter Unterstützer? Was meint ihr dafür? Hm, zweiter Unterstützer? Tackle hat er schon. Hm. Ah, the Guild of Bandits and Affiliated Trades. Unterstützen, was ganz nützlich, glaube ich. Yes, I saw your infamous after-dinner speech of last year's G-Bat Award. Das war's mal wieder für heute von Blood Bowl. Das nächste Mal bei Blood Bowl dann das große Finale gegen die Raging Brawlers. Also ich vermute, dass es das Finale ist. Ich finde das ein bisschen unübersichtlich gemacht hier in diesem ganzen Spielaufbau. Dass man hier irgendwie, man kann irgendwie hier gucken, ne? Also den Mega Cup Spielplan ist nur noch ein Spiel da. Also müsste es eigentlich das letzte Spiel sein. Auch Tag 4 von 4, alles klar. Also müsste es das Finale sein. Und ja. Bis zum nächsten Mal, have fun, euer Koali. Tschüss.